Grüß Gott, meine Damen und Herren, und willkommen zu einem neuen, frisch aufgenommenen Video. Und wir spielen heute Timolia, da es da ja neulich ein Update gab, das komplett an mir vorbeigegangen ist. Das habe ich erst neulich rausgefunden, vor ein paar Tagen. Und ja, und deswegen dachte ich, wir spielen einfach mal Timolia außerhalb der Road to Rod PvP-Serie. Here we go! Und warum neu und frisch aufgenommen, liegt daran, dass ich die letzten zwei Videos nämlich vorproduziert habe, weil ich neulich auf einer Klassenfahrt in Berlin war und das war eine komplette Woche und wow, jetzt muss ich mal ein bisschen supen. Und ja, dass ihr auch nicht wieder komplett ohne Videos seid, wie es ja früher schon teilweise war, lol, habe ich mich rangesetzt und zwei Videos für euch vorproduziert, wie beispielsweise auch das eine neue Serie, links die Pikmin 2 Glitcher. Und was haben wir denn hier für ein behindertes Kit? Ach ja, hier, gesteckte Tränke, ja, das kann man jetzt mittlerweile seit dem neuen Update auch machen. Also das ist ein bisschen so die Richtung gegangen, dass man auch so in gewisser Weise Hacker-Kits selbst machen kann. Lol. Ich bin jetzt ein bisschen Brain AFK, weil ich gleichzeitig versuchen will, den zu töten und dann auch noch kommentiere und irgendeine Sache erzählen. Boah, meine Güte, was ist denn hier drauf? Schutz 1. Hä? Was? Achso, das ist ein Beacon. Durch mein neues Texture Pack erkenne ich das ja teilweise gar nicht mehr richtig. Lol, der hat es anscheinend drauf. Versuche ich auch mal. Oh. Ging wohl ein bisschen in die Hose. Ah, den will ich aber jetzt hier mal ein bisschen normal töten, ne? Ja, der ist mir ins Feuer gerannt. Das war auch ganz gut geplaced eigentlich. Normalerweise kriege ich das immer nicht ganz so gut hin mit dem Flint ins Tür. Lol. Diesen Skillshot hat man gesehen müssen sein sollen. Was rede ich hier? Also den ist, hat man mal... Hä, wie geht der Spruch? Das muss man mal... Genau, diesen Skillshot muss man mal gesehen haben. Ich habe nämlich schon immer gesagt, das Kind kommt aus die Schule nach Hause, knallt den Ranzen auf Bette und schon sitzt sie vor die Röhre. Kein Wunder, dass sie die deutsche Sprache nicht mächtig ist. Ja, so sagt man das eigentlich richtig. Ach, komm, der hat den Hit mehr drin ständig. Ach, ja, ich muss mir erst noch ein bisschen einspielen. Ich habe mir, by the way, auch ein neues Kit gemacht, weil ja die alten gelöscht wurden und das Kit-Rating es auch nicht mehr gibt. Ja, das wurde abgeschafft, weil, verstehe ich jetzt nicht so ganz die Entscheidung, warum, aber eigentlich, mal ernsthaft, das war ein bisschen unnötig, dieses Kit-Rating bei dem Timolia da. Also, das war nicht zwingend notwendig. Hauptsache ist, man hat hier Spaß und kann ein bisschen üben. So, ich muss jetzt dann auch gleich mal wieder refillen. Ah, der hat mir leider nicht genug Zeit dafür gelassen und deswegen werde ich jetzt nicht sterben. Nice. Ich werde jetzt auch mal kurz einen Recraft raushauen, wenn ich ja eh gerade Zeit habe. So, ich muss dazu sagen, ich bin nicht der allerbeste Super. Hat man bestimmt gesehen. So. Der hat jetzt bestimmt auch gerade gerecraftet. Ist ja kein besonderes Ding. So, dieses Hotkey kann ich eigentlich schon ganz gut. Das muss man auch mal sagen. So. Meistens fail-supe ich ja. Das heißt, dass ich Rechtsklick mache, nachdem ich wieder zum Schwert drüber gewechselt habe. Also, dass ich praktisch zu schnell wieder weggeswitcht habe. Aber jetzt geht es gerade ganz gut. Aber ihr kriegt ja die Block-Hit-Kombos des Todes rein. Naja, wie gesagt, ich hatte auch nicht mehr wirklich Bock auf den Kampf. Stimmt, OP-Äpfel funktionieren jetzt auch. Und was das Kit hier darstellen soll, weiß ich nicht. Ich gebe mir mal ein paar Level. Oh, Stärke gebe ich mir auch mal. Vielleicht hat der Typ vercheckt. Ja, der hat es anscheinend vercheckt. Dass man jetzt übrigens hier sieht, lol, das geht auch. Das wusste ich noch gar nicht. Und dass man jetzt auch hier sieht, wie viel Herz man noch hatte, finde ich eine richtig gute Änderung, weil ich, wenn ich manchmal mit so ein paar Leuten spiele, die fragen mich öfters mal, wie viel Herzen hatte ich und dann habe ich keine Ahnung und ist dann ein bisschen kacke und so. Und da hatte wohl jemand gerade eine 30er Winstreak. Ja, der hatte auch eine Murder Range, muss ich mal dazu sagen. Ach, was ist das für ein Kit? Das ist ein richtiges Hacker-Kit. Ja, das ist kein von Timolia erlaubtes, das ist ein echtes Hacker-Kit. LOL. LOL, ich bin gerade ein bisschen geflasht von dem Kit. Und wenn ich auch nicht so schnell bin wie der Flash.
Oh lol, dieses Kit, das macht Spaß. Vor allem, wie es auch noch OP-Äpfel. Ich glaube, das... What the fuck? Hä? Was ist denn bei dem da gerade kaputt gegangen? Alter, was ist das für ein abnormales Kit? Jung. Hä? Muss ich das gerade verstehen? Lol. Okay. Ja, das ist dieses eine First-Hit-Kit. Ja, okay. Reinster Ping. Reinster Ping, muss ich dazu sagen. So. Was ist denn das hier? Achso, irgendwie so ein witziges Stacker-Kit. Naja, okay. Ich mag jetzt hier nicht den Paul machen. Ist ein kleiner Insider von mir und ein paar andere Leute. Vielleicht erkläre ich den da irgendwann mal. Den Paul machen. Ah. Oh. Eine Woche kein Mannschaft PvP spielen und schon ist man noch schlechter als sie zuvor. Wer kennt dieses Mysterium nicht? Oh, merci beaucoup, mon ami. Lol. Oh, jawohl, nice. Das war gerade cool von dem Typen, da dass er mich nicht geboxt hat, sondern mich stylisch mit dem TNT killen wollte. Ging wohl ein bisschen in die Hose bei dem. Ne? So. Der Typ scheint nicht der allerbeste Super zu sein. Ja. Ja. Lol. Lol. Bombo gerade. So etwas liebe ich. Der Typ hat keine Chance mehr. Nee. Es sei denn, ich mache jetzt den allergrößten Mist. Oh, er wollte recraften. Mate, ja, da haben wir ihn jetzt endlich. Huh, wurde auch mal Zeit. Hä? Ach so, okay, gut. Da hat wohl jemand ein 2v2 gemacht und hat seine 18er Winstreak verloren. So, okay. What the fuck? Was auch immer das war, das sah ein bisschen schon unleashed aus. Och nee. Nee, da hat jemand einen Wither gespawnt. Ich hoffe, der nervt jetzt nicht zu stark. So. Ich habe übrigens jetzt auch rausgefunden, was neulich ein paar Mal der Fall war, dass ich keinen Game-Sound hatte. Und zwar lag es daran, dass irgendwie mein tolles Aufnahmeprogramm mein Headset irgendwie verkackt hat. Und das nicht irgendwie als Sound-Ding da... Nein, nein. Danke. Das irgendwie nicht so richtig erkannt hat und deswegen nicht gecheckt hat, dass der Sound aus den Kopfhörern kommt und nicht sonst aus meinen Monitor-Lautsprechern. Wow. Und es irgendwie, ja, vercheckt hat und den Sound nicht aufgenommen hat, weil er das falsche Ausgabegerät erkannt hat. Und deswegen tut es mir sehr leid. Ich habe jetzt übrigens kein Headset angeschlossen. Also, wenn ich Sound höre, dann aus den Lautsprechern. Deswegen könnte es ein bisschen hallen, aber so wird immer ganz sicher der Sound aufgenommen. Und lieber sicher als schön. Ne, ist doch immer so. Und dieser Typ, der geht mir jetzt ein bisschen auf die Eier, weil der echt gut ist. So. Musste ich leider kurz blockhitten. Wow. Okay, okay, ja, da war eine Block-Hit-Kombo drinnen. Ich hab noch jetzt Klick gemacht, ich schwöre, Leute. Ich schwöre. Oh, ich bin aber eh nicht so richtig der Fan vom Supen. Warum ich dann eine Map gemacht habe, wo Sup mit drinnen ist, weiß ich nicht. Ich wollte es halt einfach nur mal ausprobieren, ob das überhaupt möglich ist, im Vanilla irgendwie zu supen. Und das ist der allergrößte Angel-Pro, oder wie? What the fuck, 5 Herzen. Ich glaube, der hat sich mehr regeneriert, als ich ihm Schaden gemacht habe. So. Was? Bogen mit Bann
5. Alles klar. Ja, wollte wohl jemand trollen. Ein halbes Scheißherz. Nee, komm, das gibt's doch nicht. Oh. Heute läuft's echt nicht. Heute läuft's nicht auf Timolia. Nee, das ist heute ein bisschen blöd. Aber sowas gibt's auch mal. Der hat gerade einen Haufen Hits gefressen, während er den Goldapfel gefressen hat, ne? So. Oh lol, diese Kombo. Okay, gut, dann ist der jetzt schon mal in einem Goldapfelverzug. Das ist schon mal ganz gut, weil wir dann noch 2 Bonusherzen haben und 2 Regen und da haben wir ihn. Ist doch cool. So, da ist jetzt nochmal das SG-Kit. Ein bisschen verändert das SG-Kit, weil das TNT sonst immer auf der 9 war. Okay. Hä? Ich check's nicht. Okay. Oh, what the fuck? Ach, Mann, ich wollte gerade noch ein TNT placen. Ach, ich denke immer ein bisschen zu langsam, fällt mir auf. So, okay, es ist kein OP-Goldapfel, der jetzt, by the way, auch funktioniert. Also den haben wir jetzt auch in den Kit reintun. Also, wollte ich nur mal so dazu sagen, aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Aber, noch eine Neuerung, die es gibt, die ich endlich mal richtig gut finde, ist, dass man jetzt Golden Heads machen kann. Und sie werden jetzt nicht mehr nur noch umbenannt. Lol, was? Alter! Diese Combo, ey. Also es gibt jetzt echte Golden Heads, weil ja manche so ein UHC-Kit machen wollten und da so Golden Heads reintun, die einfach gar keine sind, sondern nur umbenannt sind und einen mega Abfuck, weil man die nicht stacken kann und bliblablub. Und deswegen wurden die jetzt... What? Alter, diese Combo! Alter, dieses Kit, Junge. Ja, aber dieses Kit, so ein Art Kit, kenne ich schon. Was ist denn hier eigentlich drauf? Kenne ich schon. Und zwar darf man die Schwerter hier nicht auseinanderziehen, weil sonst jedes nur die Null Durability hat. Aber wenn man mit so einem kompletten Stack zuschlägt, dann... Ich wollte gerade was erklären. Ja, und zwar wenn man mit so einem kompletten Stack zuschlägt und dann eben das Kaputt-Geräusch ist, also es geht praktisch kaputt, dann haben alle anderen, sagen wir jetzt mal, 63 Schwerter eine komplette Durability. Deswegen sollte man immer mit dem kompletten Stack zuschlagen und nicht die auseinanderziehen und mit jedem einzelnen machen. Da spart man sich übrigens auch ein bisschen so logistische Arbeit, dass man nicht immer ständig die Schwerter wechseln muss. So, okay, wieder genug von Antimons Pro-Tipps. Dann machen wir mal einen prohaften Kill, ne? Ja, und damit soll es auch gewesen sein von dem heutigen Timolia-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie steht ihr zu dem Timolia-Update? Ich persönlich finde es richtig cool. Blöd, dass man hier nicht mehr die Sachen hier aufmachen kann mit dem Buch. Naja, ist jetzt auch egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, bis zum nächsten Mal.